Meine Damen und Herren, heute werden in Berlin die Feierlichkeiten anlässlich des 750-jährigen Stadtjubiläums mit einem großen Festakt offiziell eröffnet. Prominente Gäste aus aller Welt und Berliner Bürger sind zu dieser Veranstaltung des regierenden Bürgermeisters ins internationale Kongresszentrum geladen. Über 1000 Mitwirkende und die Uraufführung des Berlin-Kantos von Julian Brettingham Smith bilden den festlichen Rahmen. Wir schalten nun um zu Wolfgang Hahnel ins ICC. Willkommen, meine Damen und Herren, zur Eröffnung der B750, wie die Berliner inzwischen in saloppem Jargon sagen. Eine Stadt feiert Geburtstag, 750 Jahre Berlin, die größte Stadt Deutschlands, in der Mitte Deutschlands. Und Sie wissen, es ist eine Stadt geteilt durch zwei. Und es ist ein Jubiläum, geteilt durch zwei. Teil 1, wenn man so will, West-Berlin hat den Frühling zur Eröffnung des festlichen Reigens der Jubiläumsveranstaltungen gewählt. Heute hier im Internationalen Kongresszentrum unter dem Funkturm, wo sich zur Stunde internationale Prominenz versammelt, Platz genommen hat und zwar in einer Konzentration, wie es Berlin, glaube ich, seit der Gründung der Bundesrepublik selten oder noch nie erlebt hat. Die Liste der Ehrengäste nennt über 90 Botschafter, die für ihre Länder in der Bundeshauptstadt akkreditiert sind. Allen voran die Botschafter der drei westalliierten Schutzmächte. Der Bundespräsident wird in Kürze den Saal betreten und damit wird der Festakt beginnen. Dieses Kongresszentrum bietet 4500 Plätze und neben der zahlreichen Prominenz ist die Berliner Bevölkerung vertreten. Der Saal scheint bis auf den letzten Platz gefüllt zu sein. Die höchsten Amtsträger der Bundesrepublik und Mandatsträger sind ebenfalls in Berlin der Bundespräsident, wie gesagt, der Bundestagspräsident. Und in diesem Augenblick betritt der Bundespräsident den Saal. Richard von Weizsäcker, hier in Berlin absolvierte er sein Abitur am humanistischen Bismarck-Gymnasium in Wilmersdorf, auch dies sei einmal gesagt. Hier in Berlin war er regierender Bürgermeister und hier in Berlin nimmt er nun als höchster Repräsentant der Bundesrepublik an dieser Jubiläumsfeier teil, obwohl er nicht, wie zunächst angekündigt, eine Ansprache halten wird. Zum Auftakt nun die Eröffnungsfanfare für den Berlin-Kantus,
gespielt von den Blechbläsern des Berliner Philharmonischen Orchesters und dem RIAS Jugendorchester. Thank you.
Dieser Berlin-Kantus ist eine Produktion extra für diese 750-Jahr-Feier. Er spricht jetzt der regierende Bürgermeister von Berlin, Eberhard Berlin Diefchen. Bleibt eine Stadt, auch wenn wir zweimal feiern müssen. Salut an Berlin, das ist ein musikalischer Gruß aus der Heimat der drei westalliierten Schutzmächte. Hier zunächst die Franzosen, La Batterie Fanfare, die Blechbläsergruppe der Garde Républicaine aus Paris, der Stadt, mit der Berlin aus Anlass dieser 750-Jahr-Feier noch in diesem Juli ein Freundschaftsabkommen abschließen wird. La Batterie Fanfare, ein berühmtes Orchester, das als musikalischer Botschafter die Welt bereist, im Grunde aber eine Spezialeinheit der Gendarmerie ist. Ausschließlich zum Schutz des Präsidentenpalastes und der Nationalversammlung, wo sie jedes Mal zu Beginn einer Parlamentssitzung das Eintreffen des Präsidenten mit Fanfarenstößen und Trommelwirbel signalisiert. Und genau genommen bis zum Beben des Gebäudes, als Parlamentstradition auch heute noch. Das war der Gruß Frankreichs zu dieser Jubiläumsfeier im ICC in Berlin. Und das jetzt ist ein musikalischer Gruß aus Großbritannien. Die Grimthorpe Colliery Band, eine Bergarbeiterkapelle aus einer Ortschaft an den Osthängen des nordenglischen Mittelgebirgszuges Penninen in der Nähe der Industriestadt Leeds,
Einige der Mitglieder sind Studenten, andere unter Tage tätig als Bergarbeiter, alle aber Profis, die ihr Metier von der Folklore bis hin zur modernen Musik beherrschen. Dies ist jetzt eine Bearbeitung der Toccata D-Moll von Johann Sebastian Bach. Unter den Gästen auch der britische Stadtkommandant und der britische Botschafter. Der amerikanische Beitrag leitet sich jetzt ein mit einer der bekanntesten und vielleicht schönsten patriotischen Melodien. America the Beautiful. Ist die University of Michigan Symphony Band, das Studentenorchester aus der Universitätsstadt Ann Arbor. Studentenorchester sind in Amerika wie Fußballmannschaften Aushängeschilder für das Prestige einer Universität und sie sind alle von hoher Qualität. Dieses Orchester aber hat Spitzenrang. 1984 spielte es in der Mailänder Scala dort erstmals als ein Orchester, das nicht im Hause angehörte. Das Durchschnittsalter der jungen Leute ist 22,
ein Studentenorchester, das ich ständig verjüngen muss. Sein Leiter, Robert Reynolds, ist als Gastdirigent weltweit geschätzt. Hier unter den Gästen wieder der Stadtkommandant und der Botschafter. Und jetzt wird sich der Saal in ein großes Kino verwandeln. Es folgt eine filmische Reminiszenz an die 20er Jahre in Berlin. Ein Ausschnitt aus dem wohl berühmtesten Berlin-Film dieser Zeit, Berlin, die Sinfonie der Großstadt von Walter Ruttmann aus dem Jahr 1927. Ein Stummfilm natürlich und schwarz-weiß und technisch unzulänglich, weil damals mit anderen Aufnahmen und Wiedergabenormen gearbeitet werden musste. Aber ein historisches Dokument. Es wird untermalt vom RIAS Jugendorchester unter Leitung von Marc Andreas, der eigens für diese 750-Jahr-Feier diese Musik von Edmund Meisel nach einem erhalten gebliebenen Klavierauszug neu bearbeitet hat, nachdem die Orchesterfassung als verloren gilt. Es ist, und ich darf einmal den bekannten Berliner Film- und Theaterkritiker Friedrich Luft zitieren, die erste haltbare, unumstößliche Realabbildung einer großen Stadt in bewegten Bildern, die gleich den Stil des triftig Dokumentarischen anwendend in dieser Stilart sofort und glücklich mit sicherer Hand die Kunst gelang, Kunst zu werden. An Ruttmanns Berlin-Film wird man sich nicht satt sehen. Also dann.
Thank you.